Yavoliro hat mit uns Kontakt aufgenommen und interessanterweise arbeiten wir auch an der Automatisierung und Robotik auf Baustellen und haben uns auch mit dem Thema Drohnen schon beschäftigt. Und so war das ein perfekter Match und wir als Technologiepartner für Farbsprühsysteme haben mit Voliro hier einen super kompetenten Partner gefunden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine ganz tolle Sache, dass die Firma diese Baustelle und auch das Spital die Möglichkeit bietet, dass wir hier dieses Produkt mal testen können. Sowas ist ganz wichtig für uns, weil im Labor funktioniert alles immer ganz gut, aber auf der Baustelle wirklich mal live sowas zu sehen, ist wirklich super. Unsere Drohne kann die Rotoren kippen. Damit können wir die Position sehr genau steuern und wir können auch die Lage immer unabhängig von der Position halten. Das ist hier beim Sprühen ein großer Vorteil, da wir sehr präzise und sehr nahe an der Fassade fliegen können. Er macht das alles selbst. Wir machen die Planung am Laptop. Da können wir das, die Fassade eingeben und dann generiert es einen Pfad. Und dann drücken wir auf Start und die Drohne fliegt genau. Bei Losinger Marazzi, wir legen viel Wert und viel Bedeutung an die Innovation. Wenn Voliro uns ihren Drohnen vorgestellt haben, haben wir direkt den Mehrwert gesehen. Wir können jetzt Fassaden streichen, ohne Arbeitsvorbereitung und auch natürlich ohne Gerüste. Ein Fortschritt für die Sicherheit. Das ist eine Premiere für die Schweiz. Wir unterstützen so innovative Projekte. Und ich finde es auch spannend, weil ich immer so das Gefühl gehabt habe, dass die Bauindustrie hinkt noch so ein bisschen nach und ist noch nicht so innovativ. Und das ist jetzt wirklich mal ein innovatives Projekt, das wir sehr gerne unterstützen. Mal schauen, das ist jetzt ein erster Test, aber wenn alles erfolgreich ist, dann ist sicher das Ziel, das dann kommerziell zu lancieren.